Yo Leute, willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Sepp und heute zeige ich euch mein neues Pull-Training. Viel Spaß dabei. Ich habe euch ja erzählt, dass ich vorhabe, eventuell auf Push und Pull umzusteigen, nicht Push-Pull-Beine. Und jetzt ist mein Deload vorbei und jetzt geben wir dem Ganzen mal einen Try. Also ich werde das Ganze mal versuchen, ob mir das überhaupt Spaß macht. Das Ganze schon natürlich durchgeplant für den gesamten Trainingszyklus, also für die nächsten 4-5 Wochen. Ja, ich bin mega gespannt, A, ob ich das Ganze auch richtig für mich irgendwie ausgerechnet habe und B, ob es mir auch Spaß macht, denn ansonsten kann ich wieder den Upper Lower machen. Der hat mir auf jeden Fall lange Zeit sehr, sehr viel Freude bereitet. Willkommen zu meiner ersten Pull-Einheit meines gesamten Trainingszykluses. Achtung, das ist hier nur ein Beispielplan. Ich trainiere nicht immer so, denn ich habe drei verschiedene Pull-Einheiten, drei verschiedene Push-Einheiten und insgesamt vier verschiedene Trainingswochen. Bedeutet im Endeffekt, da sich die Wochen natürlich auch unterscheiden in dem Volumen und in der Intensität, dass ich 12 bis 15 verschiedene Pull- bzw. Push-Einheiten habe. Ich würde dir auch nicht unbedingt empfehlen, wirklich 1:1 mein Volumen nachzumachen oder sonstiges. Wenn du Probleme hast, das perfekte Volumen für dich herauszufinden, dann hol dir einfach das Trainingspedia mit dem Code SEPP10, kannst du auch noch 10% sparen und halte dich einfach an den Volumenempfehlungen, die deinem Trainingsstand entsprechen würden und schau, wie sich das dann anhand des Volumenanpassungsbaumes bei dir auswirkt. Okay, die erste Übung an dem Tag war das rumänische Kreuzheben 3x6. Es ist ja ein Pull-Tag, deswegen gehört natürlich der Beinbeuger, der Gluteus und auch der untere Rücken definitiv dazu. Danach gab es ein wenig Rudern und ich muss sagen, dass ich jetzt nicht großartig an Leistung verloren habe, da ja eigentlich der Latt beim rumänischen Kreuzheben natürlich unterstützend mitwirkt, aber da merkt man eben, dass es nur statisch ist. Also würde ich wirklich eine Lat-Übung vor dem Rudern ausführen, dann hätte ich auf jeden Fall weniger Leistung. Aber hier hat sich das auf jeden Fall in Grenzen gehalten. Klar, wie gesagt, der Latissimus wird auf jeden Fall belastet beim rumänischen Kreuzheben, wenn man es denn richtig macht. Aber ich habe da jetzt keinen großen Nachteil feststellen können. Klar, die Gewichte und das Volumen sind in dieser Woche auch nicht besonders hoch. Ist ja die erste Woche nach der Deload-Woche, also meine Intro-Week. Aber trotzdem muss ich sagen, dass ich nicht glaube, dass das jetzt sich signifikant behindern wird. Zumal ich, wie gesagt, auch noch andere Einheiten habe, wo ich zuerst ruder. Und hier kann man auch ganz klar Prioritäten setzen. Wenn du sagst, hey, ich will lieber einen besseren Rücken haben und vielleicht nicht so einen krassen Beuger oder was auch immer, dann kannst du natürlich auch immer mit Rudern anfangen. Also da ist natürlich deiner Fantasie keine Grenzen gesetzt, solange eben der Plan in sich stimmig ist und auch das Volumen passt. Das war ziemlich cool. Und zwar konnte ich einfach Beinbeuger machen und Klimmzüge, beziehungsweise in meinem Fall Latzug. Warum ist es so cool? Ganz einfach. Man kann extrem viel Zeit so mit Supersätzen sparen, da diese zwei Übungen sich ja gar nicht beeinträchtigen. Die Muskeln, die ich hier einsetze bei der Beinbeugermaschine, die haben ja nichts zu tun mit den Muskeln, die ich hier einsetze beim Latziehen. Und dementsprechend kann ich wirklich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen und zwar zwei Übungen machen in der gleichen Zeit, in der ich eigentlich eine Übung machen würde, weil die Pausenzeiten, die kann ich wie gesagt nutzen für die andere Übung und ich mache auch relativ lange Pausen, also das ist nicht so das Problem. Natürlich, wenn du jetzt wie ein Marathonläufer trainierst und immer nur 2 Sekunden Pause machst, dann kannst du das nicht machen, aber für mich ist es natürlich richtig, richtig gut und dadurch, dass ich hier den Beinbeuger eigentlich immer frisch trainiere, also ich mache ja erstmal rumänisches Kreuzheben, da ist der Beinbeuger frisch, weil ich nichts anderes gemacht habe, danach gibt es erstmal Rudern. Und danach sollte der Beinbeuger wieder mehr Power haben. Und so kann ich natürlich die Qualität meiner Sätze erhöhen und damit auch praktisch das Volumen innerhalb des Muskels, ohne extern mehr Sätze ausführen zu müssen. Ich habe euch ja erzählt, ich möchte gerne mehr Rücken haben, mehr Beinbeuger, ein bisschen mehr Brust und vielleicht nicht unbedingt mehr Oberschenkelmuskel. Klar, der ist auch wichtig, aber keine Priorität mehr. Und da eignet sich der Push-Pull-Plan auch eigentlich ziemlich gut dazu. Danach gab es erstmal 5 Sätze Face-Pulls, 5 Sätze Bizep-Curls, wovon 2 frei waren und 3 umgedreht am Kabelturm. Danach gab es ein paar Überzüge, wobei ich die nicht gefilmt habe. Und that's it eigentlich auch schon mit dem ersten Pull-Workout meines Trainingszykluses. Und aktuell bin ich ja an einem neuen E-Book dran, das auf dem Wissen des Trainingspedias weiter aufbaut. Und dort wird es für alle Leute, die Probleme haben, sich so einen Trainingszyklus richtig zu erstellen, diese zu Push-Pull-Beine, Push-Pull, GKs, OKUK geben. Einfach nur ausdrucken und loslegen. Ihr könnt gespannt sein. Fertig mit dem Training. Ja, war
ein bisschen ungewohnt, ne? Mache ja schon seit gefühlt 20 Jahren Oberkörper, Unterkörper. Aber war cool. Könnte ich mir vorstellen. Aber mal schauen, wie die nächsten Tage so aussehen. Vor allem die nächsten Wochen, ne? Wenn der Zyklus so richtig anzieht, Freunde. Guten Morgen. Guten Morgen. Tolles Wetter, oder? Ich find's schön. Ich nicht. Sollen wir mal gleich einen Schneemann bauen? Ja. Und du machst einen Schneeengel. Ich mach einen Schneeengel. Wuhu! Geiles Wetter! Nur noch 5 Tage, dann geht's in die Sonne. Das Timing könnte nicht besser sein. Danke fürs Fahren, Schatzi. Bitte. Ich gehe jetzt ins Gym. Oh, die perfekten Winterschuhe am Start. Jetzt erstmal nicht hinlegen, das finde ich so geil. Lenchen ist nicht da, das heißt, wir können den Push Day eigentlich ja nicht so wirklich filmen. Hab auch leider kein Stativ dabei. Aber Freunde, wenn ihr mal so einen Beispiels-Push-Tag von mir sehen wollt, dann schreibt es mir in die Kommentare und gebt mir einen Daumen nach oben. Dann werde ich die Lena zwingen, das Training abzufilmen. Und ansonsten, ja, ich habe eigentlich aktuell 6 verschiedene Einheiten, also 3 verschiedene Push-, 3 verschiedene Pull-Einheiten, die dann auch noch auf verschiedene Wochen eingeteilt sind. Ein Zyklus geht bei mir 4 Wochen oder 5 Wochen, je nachdem, ob man die letzte Woche mit reinnimmt. Aber dazu kann ich später mal definitiv mehr erzählen. Die Front Squats gingen überraschend gut. Beim 4. Satz habe ich so ein leichtes Zicken bzw. Zwicken gespürt im Hüftbeuger. Deswegen habe ich den Satz auch direkt mal beendet. Aber ansonsten mega happy. Eventuell werde ich jetzt den Zyklus komplett überdenken, was meine Push-Beinübung angeht, weil das ging echt gut. Und das Gewicht war jetzt auch nicht super leicht. Klar, ist weit entfernt von Bestleistungen, aber ich glaube, meine Muskelfaser ist trotzdem noch so viel halbwegs schmerzfrei bzw. komplett bis auf die letzte Rep bewegen zu können, ist cool. Auch wenn ich jetzt vermutlich keine neuen Gains damit mache, werde ich alles behalten und dann ist alles supi. Was ich jetzt schon mal sagen kann, es ist ultra ungewohnt. Macht gerade Butterfly und Beinstrecker im Supersatz. Ist zwar super effizient, weil man überhaupt gar keine Muskelgruppe überlappt. Also die Muskeln, die beim Butterfly beansprucht werden, die werden natürlich beim Beinstrecken nicht wirklich belastet. Aber es ist verdammt ungewohnt. Aber auch irgendwie cool. Ich könnte mir vorstellen, das wirklich öfter zu machen, also daran wird es nicht scheitern, wenn ich am Ende doch keinen Bock auf den Plan habe. Fertig mit dem Training, jetzt holt die liebe Lena mich noch schnell ab, weil, ja, warum soll man selber fahren, wenn man eine Chauffeurin hat? Hallo Lenchen, wie geht's dir? Wow. Ach, was ein Tag, du, komm, ab nach Hause. Auf geht's Pokémon essen. Yeah. Yeah, oh mein Gott, mein Lieblingsessen. Ja. Nee, ist gar nicht mein Lieblingsessen, aber ich feierst du gar nicht so, ne? Den Laden schon. Der ja? Ja, der ist wirklich gut. Crazy. Na dann, Lena approved. Schneller, schneller. Boah, ist das kalt. Ja, kennt ihr die Leute, die immer, wenn es kalt ist, so machen? Ja, die müssen ja wissen, wie kalt es ist. Okay. So, rein da. Oh, so. Bist du schon hungrig? Oh ja. Oh ja. Das ist jetzt die Healthy Bowl von Lena. Mit ganz vielen Nüssen, ganz wenig Kalorien. Das ist meine Signature Bowl. Ja. Die ist richtig gut. Tage. Ja, mit sogar Peanut Butter Soße. Ist Designer Food, traut man sich nicht zu essen. Da freut sich aber jemand. Genau mein Essen sowas. Wie für mich gemacht. Und ich jeden Tag schon. Wie war's? Mal sehen. Lecker. Ja, also kann Pokémon, ich sagen. Pokémon ist nicht so mein Lieblingsessen, aber. War lecker. War lecker, ne. Ich fand's auch sehr lecker. Ich brauche noch was Leichtes, ne, für die Verdauung. Ihr wisst es, so was Luftiges, Leichtes, damit das besser verdaut wird. Und ich glaube, das wird jetzt hier mal ein Ben & Jerry's, ne? Wenig Kalorien, perfekt für die Massephase. Ich muss demnächst auf jeden Fall mal wieder mehr Schritte gehen. Heute war ich richtig fleißig und war 13.100, aber wie man hier unschwer erkennen kann, gab es so den einen oder anderen Tag, wo ich schon so ein kleiner Stubenhocker war, ne? Also 4500 Steps, ein bisschen zu wenig für meinen Geschmack. Ich fühle mich am wohlsten, muss ich sagen. Speicherkarte war voll, was ich sagen wollte, ich fühle mich mit 10.000 Schritten eigentlich am wohlsten. Wenn ich weniger gehe, dann ja, verbrauche ich nicht nur weniger Kalorien und werde dann schneller fett. Ich fühle mich auch ein bisschen eingerosteter, kann aber auch daran liegen, dass ich ja, in 4-5 Tagen 26 werde. Und damit näher an der 30 dran bin, als an der 20. Ja, ich würde sagen, läuft bei mir.
bist mit so einem alten Knacker zusammen. Und nicht mit einer jungen knackigen Dame.